Wir machen, es wird ähnlich werden wie letzte Woche. Letzte Woche haben einige am Anfang überpaced, was aber nicht schlimm ist. Es geht ja um die Belastung. Dann könnt ihr vielleicht hinten raus nicht mehr so schnell laufen, aber mir ist das lieber. Es ist so, als wenn man zum Schluss noch Reserven hat. Okay? Wir laufen heute auch wieder eine Staffel, allerdings in der Vierergruppe. Das heißt, ihr habt längere Pausen. Das ist wieder der Staffelstab und danach die Pyramide. Nach dem letzten Spiel Wetzlar hatten oder haben wir 3 Wochen Zeit bis Erlangen. Ich glaube schon, dass wir wirklich sehr, sehr viel trainiert haben und auch hoch motiviert trainiert haben. Wir versuchen aber auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Gerade am Ende der Saison 3 Wochen Handballtraining, das wäre eher ermüdend, vor allem für den Kopf. Aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Spieler sind motiviert. Das waren sie aber vorher auch schon. Was wir brauchen, ist jetzt mal ein Sieg und ein Erfolgserlebnis. Finn hat jetzt letzte Woche ausschließlich in der Reha gearbeitet und wir müssen jetzt mal schauen, wann wir ihn wieder ins Mannschaftstraining integrieren können. Da muss man aber vorsichtig sein, weil es eben eine Muskelverletzung ist und da kann man eben schlecht prognostizieren, ob das dann noch hält. Also wir werden da sicher vorsichtig mit Finn umgehen. Hallo zu meinen Fans. Jetzt vor dieser Pause, ich habe erst 6 Tage frei, aber in Handball und in Sport, im Leben, alles wechselt. So, ich habe jetzt 2 Spiele verloren gegen Hittenberg und Wetzlar. Und dann diese 6 Tage ist nicht mehr frei, das nur bekommt 2 Tage. Aber ich glaube, es ist gut. Ich habe mehr Zeit zu machen, eine Präparation für das nächste Spiel. Ich glaube, das nächste Spiel ist wichtig, weil wir spielen in unserer Arena und wir brauchen 2 Punkte. Wir brauchen eine gute Stimmung, auch für das Spiel, das kommt nach diesem. Und jetzt, wir machen ein bisschen mehr dieses Starktraining und Torwarttraining. Speziell ist gut für mich, dass ich arbeite 2-mal pro Woche mit unserem Torwarttrainer Milan Malešević. Das ist speziell Torwarttraining. Stunde 50, 1 Stunde 20 Minuten ist gut und ich glaube, ist gut auch für Form und für alles. Und jetzt, wir haben Zeit, so wir können machen ein bisschen starker Training und dann wir haben auch Zeit, zu alles diese Training adaptieren und dann, wenn diese letzte Woche, wenn dieses Spiel kommt, ich glaube, das Training geht ein bisschen mit weniger Tempo. Wie eben schon erwähnt, wir sind top motiviert, wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Es gibt noch Tickets für das Heimspiel gegen Erlangen. Kommt vorbei, holt euch ein Ticket und unterstützt uns und dann geht's wieder aufwärts.